Annalena Baerbock vor den Mikrofonen, wir hören rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber José Manuel, vielen Dank für deinen herzlichen Empfang heute hier in Madrid. Wie bereits angesprochen, im Mittelpunkt unseres Gesprächs stand heute natürlich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Durch den Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine hat Russland mitten in Europa eine Situation geschaffen, die ein ganzes Land und seine Bevölkerung bedroht, darüber hinaus aber auch nicht weniger als die europäische Friedensordnung aufs Spiel setzt. Wir beide waren in der vergangenen Woche in Kiew, um unsere Solidarität mit der Ukraine zu unterstreichen. Heute haben wir uns über unsere Eindrücke vor Ort ausgetauscht und die aktuelle brenzliche Lage besprochen. Dabei ist einmal mehr deutlich geworden, auch wenn ich mich heute geografisch im Süden Europas aufhalte, so sind wir uns doch überall in Europa, im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen, zu 100% einig, dass wir alles daran setzen müssen, um den Konflikt friedlich zu entschärfen. Das Zündeln, das die russische Regierung nun seit Wochen rund um die Ukraine betreibt, ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Brandgefährlich für die Ukraine und brandgefährlich für ganz Europa. Was die Fähigkeit Russlands angeht, die Pläne in die Tat umzusetzen, geben wir uns keine Illusionen hin. Genau aus diesem Grund haben wir auf allen Ebenen und über alle Gesprächskanäle in den vergangenen Wochen der Regierung in Moskau immer wieder aufgezeigt, welche Konsequenzen jegliche Aggression gegenüber der Ukraine hätte. Der Ausweg aus dieser Lage ist also klar vorgezeichnet. Er kann nur über Gespräche führen. Unsere Gesprächsangebote liegen auf dem Tisch. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir das gerade heute in Moskau noch einmal sehr, sehr deutlich gemacht haben. Es ist nun an Russland, den Weg der Deeskalation einzuschlagen und mit ganz konkreten Schritten wie Truppenrückzug zu untermauern. Auch wenn ich mich an dieser Stelle wiederhole, gerade weil wir in Europa nur zu gut wissen, wie schnell solche Konflikte eskalieren können, sind wir zum Handeln verpflichtet. Für die Ukraine und im Sinne des Friedens in Europa, auf den die Menschen in Deutschland ebenso wie in Spanien nun jahrzehntelang völlig selbstverständlich vertrauen können. Lieber José Manuel, unsere beiden Länder eint das Ziel, die Europäische Union weiterzuentwickeln und zu stärken. Nicht nur im Angesicht von Herausforderungen und Krisen, sondern gerade auch mit Blick auf unsere gemeinsamen Chancen, die sich immer wieder bieten. Dieses Europa ist unser gemeinsames Zuhause. Unsere Kinder, du hast welche, ich habe welche, unsere Kinder kennen nichts anderes als ein Europa ohne Grenzen. Ein Europa, in dem man sich auf Grundfreiheiten verlassen kann. Ein Europa, das die Zukunft im Blick hat und danach orientiert, wertegeleitet handelt. Euer und unser Engagement im Bereich Energie und Klimaschutz ist dafür bestes Beispiel. Wir gemeinsam haben uns zum Ziel gesetzt, den Ausbau erneuerbarer Energien in unser beider Länder, aber auch in ganz Europa konsequent voranzutreiben und vor allen Dingen als starke Treiber innerhalb der EU Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Nicht zuletzt auch aufgrund unserer engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Spanien und Deutschland sehe ich unsere beiden Länder dabei in einer besonderen Rolle mit großem, auch wirtschaftlichem Potenzial. Denn gerade im Bereich von Zukunftstechnologien wie grünem Wasserstoff macht ihr Fortschritte, die vielen anderen Ländern als Orientierung dienen können. Das ist besonders wichtig, weil wir beim Kampf gegen die Klimakrise natürlich über den Tellerrand der Europäischen Union hinausschauen müssen. Künftig werden wir zum Beispiel auch Energie- und Klimapartnerschaften mit Staaten in unserer südlichen Nachbarschaft schließen müssen und vor allen Dingen auch schließen wollen, weil die Klima- und Energiefragen immer auch als Brücke genutzt werden können für eine stärkere freundschaftliche Zusammenarbeit.
Lieber José Manuel, Spanien nimmt dabei eine ganz besondere Rolle ein. Eure Expertise und euer Engagement in der südlichen Nachbarschaft, in Nordafrika und in der Sahelregion sind dabei jetzt schon ein großer Schatz für ganz Europa. Ein Schatz, auf den wir aufbauen und den wir nutzen wollen, um unsere gemeinsamen Zukunftsziele in unserer Europäischen Union voranzubringen. Ich habe mich heute Morgen selbst davon überzeugen können, dass ihr auch in anderen Bereichen neue Wege beschreitet und Maßstäbe für andere setzt. Mit der Sonderstaatsanwaltschaft für Gewalttaten gegen Frauen habt ihr eine Institution geschaffen, die sich ganz zielgerichtet für die Rechte und den Schutz von Mädchen und Frauen einsetzt. Mich beeindruckt das sehr, denn die Belange von Frauen und Mädchen mitzudenken, ihre politische Teilhabe, ihre Ressourcen und ihre Rechte zu stärken, der Einsatz für Gleichberechtigung, all das muss sich meiner Meinung nach künftig wie ein roter Faden durch politisches Handeln ziehen. Ich freue mich darauf, mit dir, lieber José Manuel, an unseren gemeinsamen Zielen weiterzuarbeiten und die engen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, zwischen Spanien und Deutschland, weiter zu vertiefen. In diesem Sinne herzlichen Dank für die heutige Gastfreundschaft und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.